Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 28. September 2022. In die schöne große weite Welt, habe ich gesagt, Andreas. Sie ist nicht an allen Ecken mehr heile, aber wir hoffen sehr, dass sie noch heile bleiben kann angesichts dessen, was sich derzeit alles ereignet. Dazu kommen wir gleich. Das verhindert aber nicht, dass du über das Wetter redest. Das Erste, was ich mache über das Wetter, wir sehen hier gerade oben auf den See, wir sind da tatsächlich über den Wolken gewissermaßen, denn die Wolken liegen jetzt ganz dicht über den See und wir liegen etwas höher und aus diesem Grunde sehen wir noch ein bisschen sogar blauen Himmel von hier aus von der Seite, aber es ist tatsächlich noch bewölkt und es wird auch heute bewölkt bleiben. Aber ich habe gerade mit Freude gesehen, das ist übrigens nicht sehr kalt, sondern es ist relativ warm und wir werden die nächsten Tage so schätzungsweise wieder um die 20 Grad haben und sehr viel Sonne. Also eigentlich ganz entspannt und keiner kann sich mehr so richtig vorstellen, wie das schlimme Wetter war, was wir hier hatten. Wobei man dazu sagen muss, die Aufräumarbeiten in bestimmten Gebieten, das haben wir ein wenig unterschätzt aus unserer Sicht heraus, weil wir sind in unserer Region ganz wenig betroffen gewesen. Woanders hat es doch da wesentlich mehr zugeschlagen. Also ganz wenig waren wir auch nicht betroffen. Es ist schon einiges los hier, auch mit Veränderungen der Straßenstrukturen und Führung. Und wie du es gerade gesagt hast, an anderen Ecken hier auf der Insel Richtung Sydney beispielsweise, da müssen die Aufräumarbeiten mit Sicherheit noch Wochen und Monate dauern. Also, und jetzt sehen wir, es kommt ein Sturm, ein apokalyptischer Sturm, wie die britische Daily Mail schreibt, auf Florida zu, auch da Kategorie 5. Und auch dort hat der Gouverneur DeSantis gerade die Bevölkerung aufgerufen, ein letzter Aufruf sozusagen, sich zu sichern, sich in Sicherheit zu bringen. Nun sind dort Stürme nichts Ungewöhnliches, aber es ist schon heftig, wie sich das zurzeit entwickelt. Ja, es nimmt auf jeden Fall ein wenig zu, das muss man ganz klar sagen. Wobei wir natürlich auch durch die Presse, durch die Massenmedien sehr, sehr stark natürlich fokussiert werden in einer Übersensibilisierung in Richtung Klimawandel. Und das sehe ich da an der Stelle sehr wenig. Da gibt es mit Sicherheit auch andere Gründe für, außer ein sogenannter Klimawandel, zumal man das erst einmal wirklich wissenschaftlich definieren müsste, was bis heute nicht passiert ist, sondern es sind alles nur irgendwelche Modelle, die da existieren. Aber dieses Wetter ist tatsächlich auffällig stark. Und wer sich übrigens mit den grünen Büchern beschäftigt, also auch mit dieser Situation im Lichte der Wahrheit, die Welt einmal zu betrachten, der erkennt auch die wesenhaften Strukturen und vor allem eben halt auch den Aufbau, das heißt die Architektur unserer gesamten Welt. Und der kann auch in bestimmten Kapiteln, wenn er chronologisch durcharbeitet, sich erarbeiten, warum auch das Wetter momentan so eine Rolle spielt. Auch das wird dort abgehandelt und deshalb nochmal unsere Empfehlung dazu, wer wirklich auf dem Laufenden sein will, aktuell und grundlagenmäßig, der kommt aus meiner Sicht da kaum drum rum. Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung für das gesamte Leben und die Öffnung des Geistes, um Zusammenhänge anders einordnen und deutlicher erkennen zu können. Aber immer nur für diejenigen gut, die den Ruf nach Wahrheit, die Sehnsucht nach dem Licht in sich tragen. Und viele andere haben das noch nicht und das ist genauso respektiert, toleriert, akzeptiert. Ja, ihr Lieben, wir sind natürlich in bewegten Zeiten. Wir kommen gleich zu Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Ihr habt das mitbekommen, dass dort offenbar eine Detonation unterirdisch in der Ostsee stattgefunden hat. Andreas, das Gleiche oder das passiert zeitgleich mit den Referenden, die in der Ukraine, in der Ostukraine von Seiten Russlands abgehalten wurden und werden. Das ist ja etwas, was mehr oder weniger vom Westen aus hätte verhindert werden sollen, ist aber so nicht. Und diese Referenden sind wohl auch, wie es heißt und wie es auch die deutschsprachigen Medien mitteilen, sehr zugunsten Russlands ausgegangen. Also es heißt hier zum Beispiel beim Schweizer Blick, dass 98% der Menschen in Luhansk und Donetsk
und 86% der Einwohner von Cherson und 93% der Ukrainer in Saporischschja sich für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen haben. Und Andreas, der Westen ist nicht amüsiert darüber. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sieht sogar einen Verstoß gegen internationales Recht. Er sagt, die von Russland abgehaltenen Scheinreferenden haben keine Legitimität und sind ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Das hat er gestern auf Twitter geschrieben. Naja, die ganze Berichterstattung aus dem Westen ist genauso tendenziös, wie sie aus dem Osten natürlich tendenziös ist, nämlich in die eigene Richtung. Mit Wahrheit hat das alles relativ wenig zu tun, aus meiner Sicht. Und wenn man diese Referenden, so wie das ja Frau Baerbock gemacht hat, neulich in einem Markus-Lanz-Gespräch im Fernsehen gesagt hat, dass ja mehr oder weniger in Bausch und Bogen alle diese Vorgänge demokratischer Natur im Bausch und Bogen verurteilt wurden, die quasi nur unter Gewalt und unter Androhungen läuft. Damit übrigens sie auch den Kosovo in Frage stellt, fand ich sehr interessant, wie schlicht sie doch da argumentiert, wobei es nicht erwartungsfrei war, ist es natürlich ganz klar. Aber das ist genau die Richtung, in die es jetzt eigentlich geht. Und wir sehen, dass hier ein Referendum stattgefunden hat. Die Ergebnisse sind da. Natürlich wird von westlicher Seite sofort gesagt, das ging alles nicht mit rechten Dingen zu, wie damals auch das Krim-Referendum, was ja auch als Annexion bezeichnet wird, dieser damalige Begriff der Separation. Das gab es, die Sezession. Solche Dinge sind normale demokratische Vorgänge. Und die muss man dann von allen Seiten versuchen, objektiv zu beleuchten. Das findet nicht statt. Spannenderweise fand ich zum Beispiel keine kritische Berichterstattung über die US-amerikanische Wahl des letzten Präsidenten Biden beispielsweise, wo es nachweislich Unregelmäßigkeiten gab, die nicht nur unregelmäßig waren, sondern erdrückende Beweisketten aufgebaut haben gegen massivste Wahlmanipulationen. Das ist natürlich nicht in, wenn man so etwas sagt und das wird falsch gesehen, aber noch darf man seine Meinung dazu ja äußern und nichts anderes. Das tue ich hier zum Ja, das ist so eine Sache, denn wir stecken natürlich selber nirgendwo richtig drin, dass wir uns erlauben können, ein Urteil zu sprechen, und das wollen wir auch nicht tun, sondern wir wollen einfach alle Stimmen zusammentragen, und das tun wir heute auf besondere Weise. Ich möchte mal noch zunächst zu Ende bringen, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt hat oder getwittert hat. Er sagt also ganz klar, diese Gebiete gehören zur Ukraine, und er sagt, die NATO-Alliierten werden die Souveränität der Ukraine und ihr Recht auf Selbstverteidigung uneingeschränkt unterstützen, was immer das bedeutet. Naja, also das ist schon eine noch ernstere Situation, als sie war. Und wenn wir das Ganze in Verbindung sehen, dieses Referendum mit diesen offenbaren Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines, also diese gesamte Gemengelage in ihrer Komplexität sehen, dann merken wir, dass hier eine neue Stufe der Aggression gezogen ist. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich mit diesen gesamten Themen zu beschäftigen und dann zu fragen, wem nutzen diese ganzen Dinge eigentlich und wie kann man da wirklich versuchen, ein Bild abzuleiten, und zwar nur im Rahmen der Informationen, die man zur Verfügung hat. Das ist auch bei uns der Fall, und insofern kann es immer sein, dass relevante Informationen uns fehlen, um etwas richtig zuzuordnen. Wenn ich mir allerdings jetzt die westlichen Medien ansehen, zu denen wir ja einen uneingeschränkten Zugang haben, die östlichen sind ja weitgehend auch blockiert, da ist es also so, dass man hier erkennt, dass die Argumentationslogik extrem dünn aufgebaut ist und mehr oder weniger nur eine tendenziöse Berichterstattung stattfindet. So empfinde ich das persönlich, und aus diesem Grunde mache ich mir lieber meine eigenen Gedanken. Nun, wir haben natürlich alle viel gelernt aus der Pandemie, die auf nahezu der ganzen Welt mehr oder weniger für beendet erklärt wird. Also hier ist es jetzt auch in Kanada sicher, dass ab dem 1. Oktober, also ab dem Wochenende, jeder hierher einreisen und ausreisen kann, wie er möchte, ohne einen Impfpass vorzulegen, ohne Tests, auch ohne Quarantänepflicht, sondern hier ist alles wieder ganz normal. Während
in Deutschland merkwürdige Maßnahmenkataloge entwickelt werden, jetzt für diese Zeit Herbst, Winter. Aber wir haben eben, wie du richtig sagst, doch durch die Pandemie viel lernen können. Konnten wir vorher auch schon, also auch durch eigene Erfahrungen, dass gewisse Meinungen und Einstellungen im westlichen Kontext nicht erwünscht sind, gerade wenn sie konservativer oder naturgesetzmäßiger Natur sind. Aber hier ist es jetzt so, dass zum Beispiel auch Frau Merkel sich, das passiert ja selten, genug geäußert hat. Und sie hat jetzt gestern bei der Eröffnungsfeier der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung eine Rede gehalten. Und sie sagte darin, dass Kohl sicherlich alles daran setzen würde, die Souveränität und Integrität der Ukraine zu schützen und wiederherzustellen. Und dann sagte sie weiter, gleichzeitig habe Kohl den Tag danach nie aus den Augen verloren. Würde man Kohls Politik auf heute übertragen, dann würde man wörtlich parallel immer auch das im Moment so Undenkbare, schier Unvorstellbare mitdenken, nämlich wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder entwickelt werden können. Das war also Teil ihrer Rede. Das berichtet der Fokus. Und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Herr Melnyk, der hat auf Twitter erbost auf diese Äußerungen reagiert und schrieb wörtlich, kaum zu fassen, die Ex-Kanzlerin, die mit ihrem jahrelangen Putin-freundlichen Kuschelkurs Moskaus Aggression gegen die Ukrainer möglich machte, philosophiert schamlos darüber, wie so etwas wie Beziehungen zu uns mit Russland wiederentwickelt werden können. Was soll ich dazu sagen? Wir sind jetzt in einer Zeitqualität angekommen, die dermaßen heikel und brisant ist, dass man sich wirklich jedes Wort und jedem Atemzug hier genau überlegen muss, auch hier in unserer Sendung, das werdet ihr merken. Es ist natürlich wirklich schwierig, wenn man hier erkennt, dass jemand sagt, dass man den Tag danach im Visier haben sollte, man also quasi auf Frieden ausgerichtet ist und dass dann im Prinzip ein Herrn Melnyk, den ich persönlich, ganz persönlich, für einen Kriegstreiber halte, ganz offen, weil der hat in Berlin, der hat dort Dinge als Botschafter abgefeuert gegen die Bundesregierung in Richtung Moskau in einer Art und Weise, die für mich nur noch mit dem Begriff Kriegstreiber überhaupt als Adjektiv nutzbar ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, alle, die natürlich jetzt als Kriegstreiber agieren wollen, ob direkt, indirekt oder im Hintergrund, die schäumen natürlich vor Wut, wenn einer von dem Tag danach und von Frieden spricht. Denn offenbar ist ja das eigentliche Event noch gar nicht da. Wir reden ja von einem Event, was man in der Bundesrepublik Deutschland erwartet, in den obersten Kreisen der sogenannten Rescue Boards, so nenne ich sie einfach mal, dass man doch mit einer großen Situation erwartet, dass die eben halt zu großen Veränderungen finden sollte. Und das, man hat so das Gefühl tatsächlich in dieser momentanen Situation eine Atemlosigkeit, dass man gar nicht so richtig weiß, ob sie überhaupt noch daran Interesse hätten, in irgendeiner Form dann noch etwas abzuwenden. Das ist der Punkt, der eben auch nicht zu Naturgesetzen passt, zum Beispiel Gesetz der Wechselwirkung, wenn ich nicht mehr bereit bin, über eine Versöhnung zu diskutieren, ich sie nicht mal mehr erwähnen darf, nicht einmal mehr nachdenken darf darüber, was ein verstorbener Politiker wie Kanzler Kohl in diesem Fall gemacht hätte. Und das scheint ja Frau Merkel auch eher näher zu liegen. Man kann ja viel über sie sagen und das haben wir ja auch getan. Mit Ruhm hat sie sich aus unserer Sicht in vielen Punkten ihrer Regierungsarbeit nicht bekleckert. Aber sie hatte zumindest wohl immer auch diplomatische Beziehungen im Sinn, wenn sie sich mit Russland verständigt hat. Und das ist jetzt wie weggeblasen unter den Grünen sowieso. Die früher Kriege unbedingt vermeiden wollten, die sind jetzt eigentlich diejenigen geworden, die richtig treiben dazu, noch mehr Gerät, noch mehr Panzer und so weiter. Und aus unserer Sicht, und das ist völlig wertfrei gesagt,
kann nur Frieden auf der Welt herrschen, wenn man zu Gesprächen bereit ist. Auch zu Kompromissen, dass jeder bereit ist, immer wieder auch einen Schritt zurückzugehen. Das gilt übrigens für jede Beziehung, für jede Familiengruppenbeziehung, für jede Partnerbeziehung. Und solange wir Menschen dazu nicht bereit sind, werden wir hier auf der Erde den Frieden nicht herstellen können, außer es kommt irgendwann ein Eingriff von ganz anderer Seite und wir werden gezwungen dazu. Aber auch wir, Andreas, man soll es nicht glauben, aber auch wir müssen hin und wieder Kompromisse machen. Ja, aber wir sind im Gottvertrauen und wir gehen davon aus, dass wir dann auch auf dem richtigen Weg bleiben dürfen. Ich möchte hier nochmal daran erinnern, als am 25.09.2001, das war also ziemlich genau vor 21 Jahren, fast auf den Tag genau, Putin eine Rede hielt im Bundestag in Deutschland. Und die ganzen Abgeordneten saßen dort, hatten die Hände gefaltet, hatten sich schön gemacht, hatten alle einen guten Anzug an und machten einen ordentlichen Eindruck, wirkten sogar teilweise richtig intelligent. Und die haben dann tatsächlich geklatscht und ihn mit großen Ovationen dort empfangen. Das war für mich ein ganz großer Tag, muss ich ganz offen sagen, weil hier natürlich eine Tendenz des wirklich friedlichen Zusammenkommens zweier Nachbarn hier im Raum stand. Und die Atmosphäre war herzlich, sie war freundlich. Und genau da hatte ich mir damals auch schon gedacht, ich bin geschichtlich relativ versiert an bestimmten Stellen und habe nur gedacht, wenn das mal gut geht, weil das erinnerte mich so ein bisschen auch an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Aber das waren eben halt so ganz spannende Dinge, die gelaufen sind. Und ich hatte gehofft in diesem Fall, dass jetzt eine freundschaftliche Zusammenarbeit zustande kommt. Russland hatte verloren, Russland hatte im Prinzip die Sowjetunion aufgegeben gewissermaßen, hat sich von großen Ländereien trennen müssen und ist im Prinzip zu einer Föderation zusammengewachsen mit demokratischen Strukturen. Das war deren Aussage. Eigentlich eine gute Entwicklung. Das Problem war, das Feindbild war weg für den Westen. Und da habe ich mir nur gedacht, wie will man das wieder aufbauen? Dann hatten wir die arabische Zeit, wo dann eben halt dort der Feind dann gesehen und gesucht wurde, weil diese ganze Militärmaschinerie, die muss natürlich irgendwie am Laufen bleiben, weil das maßgebliche Faktoren in der gesamten Ökonomie auf dieser Welt sind. Die gesamten Wissenschaftler arbeiten fast alle direkt oder indirekt in der Rüstungsindustrie. Das sind eben wesentliche Faktoren. Ja, das ist ja eigentlich genau 14 Tage gewesen nach dem 11. September 2001. Genau, das war dann. Und das war ein gutes Zeichen, dass in diesem Moment zwischen Europa respektive Deutschland und Russland hier ein freundschaftliches Band gerade über das Intermarium-Konzept hinweg, was es ja schon seit Jahrhunderten gibt, gerade neu entstehen sollte. Interessant. So, jetzt wollen wir aber mal zu weiterer Tagesaktualität kommen. Ihr konntet nicht daran vorbei an der Nachricht, dass die Nord Stream Pipelines, beide Nord Stream 1, Nord Stream 2, einen plötzlichen Druckabfall erlebt haben und dass es sich offenbar, das wird jetzt schon mal von allen Seiten bestätigt, um einen gezielten Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur und die Gasmärkte handeln könnte. Drei von vier Strängen dieser Pipelines, der Ostsee-Pipelines, sollen beschädigt sein, meldet der Spiegel. Und es wird ein Insider zitiert mit den Worten, man glaube nicht an Zufall. Es könnte sich um einen Anschlag handeln, um Verunsicherung auf den europäischen Gasmärkten zu provozieren. Und nach Spiegelinformationen würden nun mit Hochdruck die Sicherheitskonzepte auch anderer Pipelines und anderer Gasversorgungsanlagen überprüft. Ja, und was ist da jetzt genau passiert? Also wir wollen jetzt mal heute versuchen, einen Überblick zu geben über die Stellungnahmen, einen Überblick auch über die Äußerungen, die so in letzter Zeit zu diesem Thema von verschiedenen Politikern gefallen sind. Und einordnen können wir ehrlich gesagt gar nichts und wollen das auch nicht, sondern wir möchten hier lediglich, und das ist schon umfangreich genug, mal abbilden, was derzeit Tacho ist, wie man so schön in Hamburg sagt. Ne? Also, die dänische Marine, die spricht davon, es spricht einiges für eine Sabotage.
Sollte es sich um einen Anschlag handeln, verlautet von dort, würde angesichts des technischen Aufwands eigentlich nur ein staatlicher Akteur in Frage kommen. Polen hat sich dazu geäußert, und zwar Polens Vizeaußenminister Marcin Przydacz. Er vermutet eine russische Provokation und sagt wörtlich: Leider verfolgt unser östlicher Nachbar eine aggressive Politik. Und wenn er in der Ukraine dazu fähig sei, wörtlich, ist es auch offensichtlich, dass keine Provokationen ausgeschlossen werden können, auch nicht in den Abschnitten, die in Westeuropa liegen. Du lachst. Ja, bin ich. Eine solche flache Argumentation ist wirklich unfassbar. Also, wenn es in der alternativen Szene den Aluhut gibt, dann sollte man hier langsam mal den goldenen Aluhut wirklich mal langsam ins Leben rufen. Und die kann man diesem guten Mann dann gerne mal aufsetzen. Also, sowas an den Haaren herbeigezogene Verschwörungstheorie ist ja wirklich kaum zu fassen. Ja, also dann, Russland hat sich natürlich auch jetzt mehrfach dazu geäußert. Auch Russland sagt, dass man wohl den Begriff Sabotage hier näher bringen muss. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte wörtlich: Jetzt kann keine Variante ausgeschlossen werden. Und die russischen Medien, auch da werden einige Leute zitiert. Zum Beispiel heißt es, das hat, glaube ich, der Schweizer Blick berichtet: Russische Medien berichten unter Bezug auf Nord Stream AG über beispiellose Zerstörungen an der Gasleitung Nord Stream. Der Operator kommentiert, dass zeitgleich drei Havarien aufgetreten sind, dass das beispiellos sei. Und das heißt, wann die Havarien beseitigt werden können, das kann gegenwärtig überhaupt noch nicht eingeschätzt werden. Herr Peskow als Kreml-Sprecher hat zunächst von sehr beunruhigenden Nachrichten gesprochen und auch eben von einem Schaden unklarer Natur war die Rede in der dänischen Wirtschaftszone. Und Peskow sagte, dies beeinträchtige die Energiesicherheit des Kontinents und damit ist natürlich Europa gemeint. Und der Betreiber von Nord Stream erklärte, auch der Schaden sei beispiellos. Ja, bevor ich hier noch eine andere russische Stimme zum Erklingen bringen lassen möchte, gehen wir mal nach Europa. Also Frau von der Leyen hat erstmal angekündigt, egal wer das war, dass Sanktionen verhängt werden müssen. Naja gut, also egal wer das war, das können wir ausschließen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man rausbekommt, wer das war, ist relativ groß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es an die Öffentlichkeit kommt, das ist relativ gering. Also man muss hier erst einmal feststellen, über welche Brisanz wir hier insgesamt reden. Durch diese Geschichte mit diesen Nord Stream Leitungen 1 und 2 ist jetzt hier eine Unterbrechung zwischen Russland und Europa finalisiert. Richtig finalisiert, weil es dauert Jahre, um das wieder in Gang zu setzen, wenn man es denn überhaupt will. Und genau hier sehen wir, dass hier Fakten geschaffen wurden, die ihresgleichen wirklich suchen. Das ist ein historischer Vorgang im Prinzip eines externen Abbruches, der entstanden ist durch diese Zerstörung zwischen einer Freundschaft, die zwischen Russland und Europa entstehen kann. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ist die Frage, wer natürlich etwas davon hat. Und da gibt es natürlich genügend Ankündigungen, die wir auch gesehen haben. Ich denke, da gehen wir auch nochmal gleich mit drauf. Aber interessant ist nochmal vielleicht, ach, da kommst du, glaube ich, drauf, wahrscheinlich auch nochmal, was man glaubt, warum Russland das gemacht haben könnte. Ne? Das ist ja auch so eine witzige Argumentation, die ich gesehen habe. Ach, da kann ich ruhig was zu sagen. Wunderbar. Also da gab es eine Zeitung, die hat also wirklich gesagt, man hätte diese Dinger gesprengt, um den Gasmarkt zu erhöhen, um die Preise des Gases zu erhöhen. Ich meine, um den Preis des Gases zu erhöhen, müsste auch Gas fließen und verkauft werden. Das Gas stand aber nur dort in der Leitung und war auf beiden Seiten zu unter Druck in diesen Nord Stream Leitungen. Mehr war es gar nicht. Wie will man denn damit die Preise nach oben treiben? Das war schon mal so Aluhut Nummer eins. Aber das Allerschärfste habe ich gehört, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, auch irgend so ein Mainstream-Blatt. Man hatte Angst davor gehabt, dass
die Russen hätten Angst davor gehabt, dass die Deutschen eventuell die Nord Stream 2 Leitung anzapfen und das Gas rausholen, was in der Leitung ist. Also nicht Neues, sondern nur das, was sich dort in den Leitungen befindet. Mal ganz ehrlich jetzt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein gegenüber dem, was täglich gebraucht wird, wenn man einfach nur so ein Rohr leer saugt. Man muss sich vorstellen, man trinkt ein Glas Cola und würde dann, wenn man den Strohhalm voll hat, mit der Zunge oben drauf stehen und würde sagen, so, was jetzt noch in dem Strohhalm drin ist, das muss dann eben halt, das ist das, was ich noch abgreife. Also das sind Dimensionen, wo man wirklich sagen kann, wow, wie kann eine Presse so etwas auch nur veröffentlichen, selbst solche kuriosen Gedanken? Ja, es muss alles veröffentlicht werden. Also ich finde es ja richtig, dass jeder das sagen kann, was er denkt, auch wenn es noch so unsinnig ist. Wenn denn dann nur auch alles abgebildet werden würde, darum das bemühen wir uns hier. Also dein Lieblings-Superminister, Herr Habeck, der hat sich auch geäußert vor Wirtschaftsvertretern, dass die Lecks auf gezielte Angriffe auf die Infrastruktur zurückzuführen seien und Berlin nun sicher wisse, dass sie nicht durch Naturereignisse oder Materialermüdung verursacht wurden. Polens Premierminister machte, ich habe es gerade schon gesagt, auch Sabotage verantwortlich, hat keine Beweise genannt. Ein hoher ukrainischer Beamter, wir hatten das, Reuters meldet das, bezeichnete den Vorfall als russischen Angriff zur Destabilisierung Europas, ohne jedoch Beweise zu nennen. Und der polnische Premier Morawiecki sagte, wir sehen ganz klar, dass es sich um einen Sabotageakt handelt, der mit der nächsten Stufe der Eskalation der Situation in der Ukraine zusammenhängt. Also das ist hier so der erste Hinweis, dass es eventuell auch, da es ja zeitgleich mit diesen Referenten passiert ist, eventuell zusammenhängt. Ja, und jetzt noch einmal zu Russland. Hier gibt es einen Militäranalysten, über den schreibt Lenta.ru. Das Ganze ist erschienen in einem US-Newsblatt, Republic World heißt das. Und da wird dieser Militäranalyst Makarov zitiert. Nämlich er sagt, dass bei der Verfolgung der Hubschrauber, die in dieser Zeit eben über der Ostsee, über dem Punkt gekreist seien, einer Webseite zur Verfolgung von Militärflugzeugen zufolge festgestellt wurde, dass mindestens 6 US-Flugzeuge das Rufzeichen FFAB 123 verwendet hätten und genau entlang des Gebiets der Nord Stream Pipeline geflogen seien. Und er erklärte, uns ist dieses interessante Manöver aufgefallen. Er gilt als Militär- und Verteidigungsexperte und betonte, dass es ihm gelungen sei, die Hecknummer von 3 US-Hubschraubern zu verfolgen und festzustellen, dass es sich dabei um Sikorsky SH-60 Seahawk handele, also Mehrzweckhubschrauber der US-Marine. Ja, und das sind natürlich Sachen, Andreas, er hat auch gesagt, dass man die Fähigkeiten der USA beim Einsatz von Unterwasserdrohnen beachten sollte, die sie bei der maritimen Übung im Ostseeraum, diese Übung hat nämlich gerade stattgefunden, Baltops 22, demonstriert hätten. Und die waren im Juni auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm vor der schwedischen Südküste abgehalten worden. Und vor der Küste der dänischen Insel Bornholm wurden neue Arten von unbemannten Unterwasserfahrzeugen getestet, um die Interoperabilität der NATO und der regionalen Partner durch eine Reihe kombinierter taktischer Manöver zu verbessern. Jetzt schießen natürlich alle möglichen Vermutungen ins Kraut und ich möchte dies hier auch ausdrücklich als eine der Spekulationen kennzeichnen, von denen es derzeit eine ganze Menge gibt. Also für mich gibt es ja mehr oder weniger eine Eingrenzung bei der Analyse von Zusammenhängen, welches ist die wahrscheinlichste. Und wenn ich jetzt beobachte als erstes und ich sehe, dass dort amerikanische US-Truppenverbände mit hohem Gerät, mit Kriegsschiffen genau in diesem Gebiet sich dort bewegt haben, in der Zeit herum, wo genau diese
Anschläge dort gewesen sein sollen, dann stellt sich doch automatisch die Frage, steht das in irgendeiner Form in einem Zusammenhang? Die Frage muss doch gestellt werden, denn diese Rohrleitungen unter Wasser in dieser Tiefe von 90 Metern sind natürlich nicht hervorragend zu sichern. Und wenn da sich zufällig Kriegsschiffe oder sonstige Dinge bewegen, dann stellt sich die Frage, sind die vielleicht sogar mit beteiligt, zumal dort auch im Rahmen dieses Manövers Unterwasserminen wohl geprüft wurden im Rahmen der Ostsee. Also irgendwie so nennt sich das, ich habe jetzt den Fachbegriff nicht dafür. Aber das heißt, ich müsste doch jetzt als erstes die Frage hören in den Medien, könnte es sein, dass die amerikanischen Kriegsschiffe irgendetwas damit zu tun haben, zumal ja die entsprechenden Aussagen von dem amerikanischen Präsidenten Biden ja schon mal deutlich gewesen sind, dass er mit allen Mitteln das verhindern wird, dass es überhaupt zu diesem Nord Stream 1 und 2 kommen wird, diese Verbindung, und dass da Unterbrechungen stattfinden werden. Aber da höre ich leider gar nicht, sondern da kommen solche abstrusen Geschichten, dass man versuchen will, von russischer Seite den Gasmarkt nach oben zu treiben, der übrigens überhaupt nicht reagiert hat. Die Preise sind nicht gestiegen, natürlich nicht, weil das ja gar kein Gas ist, was fließt. Die waren ja beide stillgelegt. Und die andere Geschichte mit dem Abpumpen, da kann man wirklich nur sagen, Himmel, hilf. Ja, du zitierst hier gerade etwas. Ich möchte darauf ruhig mal näher eingehen. Es gibt auch ein Video heute von unserer US-Redaktion zu diesen Spekulationen. Können wir euch auch empfehlen. Schaut es euch mal an, um euch selber ein Urteil zu bilden. Auch da werden nur Fakten genannt und ein Bild kann man sich selber zusammensetzen, wie man es eben von welcher Seite aus betrachten möchte. Also am 7. Februar in diesem Jahr hat US-Präsident Joe Biden sich über das Schicksal von Nord Stream 2 geäußert, für den Fall, dass Russland in die Ukraine einmarschieren sollte. Und da heißt es wörtlich, wenn Russland einmarschiert, also wenn Panzer und Truppen die Grenze zur Ukraine überschreiten, nochmals, dann wird es keine Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden ihr ein Ende setzen. Und dann fragt eine Journalistin, die bei dieser Pressekonferenz dabei ist, wie werden Sie das denn genau tun? Denn das Projekt und die Kontrolle über das Projekt liegen doch in den Händen Deutschlands. Und daraufhin hat Joe Biden die Augen etwas zusammengekniffen und hat sehr ernst und nachdrücklich gesagt, wörtlich, ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, es zu tun. Und wenige Tage zuvor hatte sich auch die amerikanische Außenstaatssekretärin Victoria Nuland geäußert in Bezug auf Nord Stream 2. Sie hat wörtlich gesagt, wir werden weiter sehr intensive und klare Gespräche mit unseren deutschen Verbündeten führen. Und ich möchte Ihnen heute klar sagen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, dann wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise gestoppt werden. Ja, und da fragt man sich, wie ein Journalistenhirn so richtig funktioniert in diesen großen Mainstream-Medien. Da steht ein großer rosa Elefant in einem Raum, den jeder sehen kann. Man guckt durch und bastelt sich irgendwelche hanebücherischen Geschichten zusammen, ohne diese Sache im ersten Punkt von mir aus auch zu widerlegen. Das wäre ja in Ordnung. Man muss ja die Dinge angehen und sagen, okay, wir haben hier die und die Fakten und jetzt müssen wir aufgrund dieser Faktenlage analysieren, recherchieren, und dann kann es darauf hinauslaufen, dass das Zufall ist, dass das so gewesen ist und dann beispielsweise USA ganz deutlich freigesprochen werden muss. Medial meine ich das natürlich jetzt nur in der Presse, und dann könnte man sich anderen Wegen zuwenden, die eben auch noch möglich wären. Aber ich gehe doch erstmal nach einer Wahrscheinlichkeitsrechnung heran, wenn solche Ankündigungen gemacht wurden. Übrigens auch die, wie heißt sie nochmal, die deutsche Greta, wie heißt sie nochmal? Achso, Luisa Neubauer. Luisa Neubauer, die ja auch gesagt hat in einem Interview irgendwann, wir werden sogar die Nord Stream 2 sprengen. Ne? Nein, das hat sie nicht gesagt. Was hat sie gesagt? Sie hat von einer ostafrikanischen Pipeline gesprochen. Ah. Luisa Neubauer als das Gesicht von Fridays for Future. Und sie hat damit eigentlich geäußert, dass auch die Grünen und die ganzen Umweltakteure durchaus solche Ideen haben. Ob sie es jemals machen, das ist ja die andere Frage.
Aber wir haben ja neulich gerade erlebt, dass eben auch Aktivisten einen Energieversorger in Deutschland mehr oder weniger für einige Zeit lahmgelegt haben, weil sie ihn gestürmt und sich da auch wieder festgeklebt haben. Also auch diese Richtung sollte man nicht außer Acht lassen, Andreas. Vielleicht gibt es ja auch Kooperationen zwischen den einzelnen Parteien, die sich dahingehend geäußert haben. Aber auf jeden Fall sich es jetzt so einfach zu machen und wieder einmal zu sagen, nur der Russe kann es gewesen sein, ist vielleicht doch ein bisschen sehr kurz gesprungen. Ja, eigentlich ist es ein Idealfall zur Offenbarung, wie letztendlich momentan diese Welt, diese westliche Welt tickt. Also ich habe das Gefühl, wenn der Sturm kommt, ist der Russe schuld und an allem. Und das wird ein bisschen komisch, dass die Frau, junge Frau Neubauer da eine Gefahr darstellt für die Pipelines, das glaube ich auch gar nicht. Aber es gibt eben halt in diesen Film, den du gemacht hast von, oder den wir gemacht haben von der US-Redaktion. Ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen, weil da nämlich genau diese Interviews auch wirklich deutlich zu sehen sind und man dann wirklich sich ein Bild machen kann, wie die Welt gewesen sein könnte, um dann gerne bei Recherchen herauszubekommen, das sind ja nur Indizien, das sind Aussagen und die könnte man dann ja eventuell widerlegen. Dazu braucht es aber eine Recherche und dazu muss man die Themen auch angehen. Das wird aber gar nicht gemacht. Spannend sind eben auch die Zeitabläufe. Also die Äußerung von Joe Biden hat am 7. Februar in diesem Jahr stattgefunden. Victoria Nuland auch kurz darauf, wenige Tage. Und 14 Tage später ist dann der Krieg ausgebrochen. Da ist dann eben die Frage, warum wird sowas vorher noch angekündigt? Naja, das war ja die Zeit genau vor dem 24. Februar, wo man ja die ganze Zeit davon sprach, dass es davor stehen könnte, dass Russland jetzt die Ukraine mehr oder weniger angreift. Das wurde sogar Tage vorher, ich glaube eine Woche vorher, waren alle Zeitungen voll mit Schlagzeilen, dass Russland jetzt die Ukraine angreift. Als dann am 18., damals sind noch Bomben gefallen auf die Ostukraine, von der Westukraine aus gesehen, da war es dann so, als am 24. Russland dann reingegangen ist, einmarschiert ist in die Ukraine, in die Ostukraine oder in diese Ostgebiete, wie die Russen das ja sehen, da sprachen alle plötzlich von einem völlig unerwarteten Überfall. Und damit wird es eigentlich immer so deutlich, dass man so erkennt, wie wenig schlüssig die Argumentationen sind und wie widersprüchlich die Argumentationen ablaufen. Und das müssten doch auch die Journalisten erkennen, die sagen, lass uns doch mal vernünftig die Sachen diskutieren. Und ich glaube, würde man das machen, dann würde man relativ schnell dazu kommen, dass wenn Europa sich wieder vereinigen würde und sie würden miteinander versuchen, in Frieden zu kommen. Da müssen natürlich Kriegstreiber weg, wie irgendwelche Botschafter, die in Berlin gesessen haben. Die müssen dann wirklich rausgenommen werden, nämlich mit den Politikern gemacht werden, die an Frieden überhaupt orientiert sind. Das könnte zum Beispiel eine Frau Wagenknecht oder so etwas für Deutschland sein. Aus meiner Sicht wäre sie wirklich prädestiniert. Und sie sagt ja auch, dass der russische Angriff in der Ukraine widerrechtlich ist. Das ist ja eine gute Voraussetzung, erst einmal in eine Friedensgesprächssituation reinzukommen, dann würde man relativ schnell die Probleme lösen. Die Frage stellt sich, ob nicht von extern die Machteinflüsse zu groß sind, außerhalb Europas und außerhalb Russlands. Ja, und der Spiegel meldet, dass die Gefahr von möglichen Angriffen auf das Netz von Pipelines und Unterwasserkabeln in der Ost- und Nordsee unter den Militärs bereits vor der russischen sogenannten Invasion in der Ukraine mit großer Sorge gesehen worden sein sollen. Hier wird ganz wörtlich zitiert, ein hochrangiger Bundeswehrmann, den Namen nennen die Spiegel-Redakteure nicht, aber er sagt, die weltweiten Netze unter Wasser sind für die Energieversorgung, aber auch für die Stabilität des Internetnetz enorm wichtig. Trotz ihrer Bedeutung aber sind sie bis heute gegen Angriffe oder Sabotageakte fast überhaupt nicht geschützt. Und der Vorfall jetzt an den Nord Stream Pipelines zeige, dass man die Gefahr möglicherweise unterschätzt habe. Ja, und jetzt kommt wieder diese Widersprüchlichkeit, die ich hier erkenne. Wo bleibt jetzt der mediale Aufschrei, dass man KI und diese gesamten Computergeschichten, KI, künstliche Intelligenz, die gesamten internetbasierten Kontrollsysteme von elektronischen Pässen und so weiter, elektronisches Geld, kryptische Währungen und so weiter,
warum man das jetzt nicht sofort in Frage stellt und sagt, Kinder, wenn da so ein Unterwasserkabel, was nicht geschützt ist, einfach mal weggesprengt wird, kaputt gemacht wird, man findet das nicht und das kann über Wochen, Monate und Jahre dauern, bis man das wieder repariert, dann kann keiner mehr bezahlen, keiner kann irgendwo mehr rein, keiner kann sich mehr ausweisen. Das heißt, auch hier müsste doch jetzt sofort die Forderung kommen, stoppt die gesamte Digitalisierung hin zum Analogen zurück. Das ist der einzige Weg, der uns in diesen Krisenzeiten überhaupt sicher durch die Krise führen kann. Wo ist denn da die Logik? Auch wieder nicht. Ja, hier wird zitiert der noch recht neue Marineinspekteur Jan-Christian Karg, der gegenüber der Welt gesagt hat, und zwar am vergangenen Wochenende, dass oder er hat gewarnt vor Attacken auf das Netzwerk von Pipelines und Kommunikationskabeln auf dem Meeresgrund. Und wörtlich wird er zitiert mit den Worten, auf dem Grund der Ostsee, aber auch im Atlantik gibt es einiges an kritischer Infrastruktur wie Pipelines oder Unterseekabel für IT. Da können Sie Ländern wie Estland schnell das Licht ausschalten. Ja, und vor allem kennen wir den Begriff der sogenannten Angriffe aus falscher Flagge heraus, dass man eben halt Angriffe führt, um sie dann anderen in die Schuhe zu schieben. Auch hier sind schon mehr oder weniger Wegbereiter im Gang, die den roten Teppich auslegen für neue Stories, wenn so etwas mal passieren kann. Es ist eigentlich klar. Der Kreml-Sprecher Peskow, der hat übrigens gesagt, also er hat natürlich den Vorwürfen aus dem Westen widersprochen, wie der Westen mit Sicherheit auch widersprechen wird, falls die Vorwürfe gegen Herrn Biden oder so den Mainstream erreichen sollten. Und auch Peskow widerspricht eben diesen Vorwürfen und sagt wörtlich, es ist ziemlich vorhersehbar, unvorhersehbar dumm und absurd, solche Behauptungen aufzustellen. Und das hat er bei einem Medienbriefing gesagt. Er sagt, einige Informationen können wir wahrscheinlich von den Dänen und Schweden erwarten. Sie haben dort eine Menge Überwachungsgeräte und ohne in das Blickfeld dieser Geräte zu geraten, kann sich theoretisch niemand diesen Rohren nähern. Also müsste ja dann eigentlich auch irgendwann Beweismaterial auftauchen. Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass man da hier schon gelesen hatte, ich habe das heute Morgen gelesen, dass es gewesen sein könnten U-Boote, die sich dort genähert haben. Nur muss man wissen, ich kenne die Ostsee relativ gut, selbst vom Boot fahren. Die Ostsee ist selten 90 Meter tief, sondern meistens wesentlich flacher und U-Boote könnten auf große Distanzen überhaupt nicht unerkannt unter Wasser bleiben, weil sie einfach zu hoch an die Wasseroberfläche kommen müssten. Also das können wir eigentlich fast ausschließen. Wenn wir aber nochmal ganz klar wissen, dass dort Kriegsschiffe direkt in dem Gebiet tätig waren, jetzt müssen wir hinten gucken, welche Fahne haben sie gehisst, dann kann man doch schon mal näher einschränken, von wo es sein könnte. Genau, das ist so eine deiner Vermutungen. Der Spiegel zitiert hier übrigens den deutschen Ableger des Senders Russia Today, was eigentlich ja nicht erlaubt ist. Aber er bezieht sich dann auch gleich auf eine Meldung, die ursprünglich von der Nachrichtenagentur RIA erschienen ist. Demnach hatte der russische Geheimdienst FSB kürzlich einen Anschlag auf eine Pipeline vereitelt, welche die Türkei und Südeuropa mit Erdgas versorgt, schreibt der Spiegel. Hinter dieser vermeintlichen Sabotage habe der ukrainische Geheimdienst SBU gestanden, der mehrere Bürger Russlands für die Ausführung rekrutiert habe. Und der Spiegel schreibt weiter, überprüfen lässt sich diese Geschichte nicht. Selbst wenn sie stimmen sollte, wäre ein Anschlag auf die beiden Ostsee-Pipelines eine ganz andere Hausnummer. Die Lecks befinden sich immerhin in etwa 70 Metern Tiefe. Die dänische Marine hatte dazu erklärt, angesichts des technischen Aufwands käme, haben wir schon gesagt, nur ein staatlicher Akteur in Frage. Und wir haben es jetzt gerade schon genannt, bereits mehrere freie Medien haben eben auch das Thema USA näher ins Blickfeld als Täter gerückt.
Und da heißt es zum Beispiel bei Nachdenkseiten, diese hätten ein großes Interesse daran, russische Rohstofflieferungen nach Deutschland langfristig zu verhindern. Einmal, um selbst Flüssiggas nach Europa liefern zu können und dann auch, um die Energiepreise in Europa auf einem hohen Niveau zu halten. Denn so würden deutsche Unternehmen ihre Produktion zunehmend in die USA verlagern. Also man kann darüber viel sagen, Andreas. Du siehst diese Entwicklung, wie wir gestern Abend mit Freunden in einem Restaurant gemeinsam diskutiert haben, als fast eine Art historischen Eintritt in eine neue Energie auf dieser Erde an. Du hast gestern mal so ein bisschen historisch in die Kiste gegriffen und hast da eine Parallele zum Ersten Weltkrieg gezogen. Das hört sich sehr spannend an. Du kannst das ja hier vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Ja, also wir saßen da zusammen in einem lockeren Gespräch und die von mir interpretierten Zusammenhänge, über die ich da gesprochen habe, die wurden mir im Laufe des gestrigen Tages immer klarer, weil ich das Ganze versuche durchzuwalken in meinem Kopf, was sind da eigentlich die Hintergründe? Und da kamen mir natürlich auch einige Gedanken. 1871, ja, da wurde ja das sogenannte Deutsche Kaiserreich, was ja eigentlich gar keine wirkliche Monarchie war, das wurde damals gegründet und in Kooperation mit Österreich und Ungarn entstand damals eine unglaublich starke Wirtschaftsmacht, die der, heute würde man sagen, transatlantischen Brücke natürlich den Rang abzulaufen drohte. Und Deutschland hat nur sehr wenige organische bzw. fossile Rohstoffe, das ist wichtig, und ist trotzdem spätestens seit der zweiten industriellen Revolution ein extrem effizienter Wirtschaftsstandort. Und ein hoher Wirtschaftsstandort wird natürlich nicht gern gesehen, wenn man selber die Macht über die Wirtschaft haben will. Und Großbritannien und USA, das, was wir heute als transatlantische Brücke bezeichnen, haben ja die Macht gehabt zu der Zeit schon und bis heute noch immer, wie auch immer, vor allem auch auf militärischem Gebiet. Der einzige Rohstoff in Deutschland war eigentlich nur der oft zitierte Geist und der Verstand. Der ist ja bekannt und das Land Deutschland galt ja nicht immer schon umsonst als Dichter- und Denkerstandort. Ja, okay, jetzt lass uns aber nochmal wieder zurückzukommen. Du hast in diesem Zusammenhang auch gesprochen von einer damals geplanten Eisenbahnlinie und zwar von Berlin nach Bagdad. Was hat es denn in diesem Zusammenhang damit auf sich? Ja, das ging mir so durch den Kopf. Und wir hatten damals einen Reichskanzler, Bernhard von Bülow. Das werden die wenigsten wissen. Der war bis 1909 Reichskanzler in diesem Kaiserreich. Und der hatte aus meiner Sicht ziemlich klare Interessen artikuliert. Damals wollte man nämlich, Anfang des 20. Jahrhunderts gewissermaßen, eine Bahnstrecke von Berlin bis in den heutigen Irak nach Bagdad bauen. Und der Irak war damals dann noch dem Osmanischen Großen Reich zugeordnet. Man wusste damals schon, dass Öl in der Zukunft eine wichtige Rolle für die Industrie und das Militär sein würde, auch wenn das noch in den Anfängen war. Und die USA und Großbritannien wussten aus meiner Sicht ganz genau, dass man diese Strecke entweder unterbinden musste, diese Bahnstrecke, oder im Rang der Wirtschaftskraft und der Militärstrecke Stärke in der zweiten Reihe dann zurückrutschen würde, also runter zurückrutschen würde, weil man das einfach nicht packen würde gegen diese große Wirtschaftskraft. Ich habe damals die volkswirtschaftlichen Auswertungen zwischen 1871 und 1914 mal durchanalysiert. Es ist unglaublich, was da für eine extreme Wirtschaftskraft dort war, im deutschen, österreich-ungarischen Bereich. In dem Moment, wo Deutschland neben seiner bekannten Ingenieursklasse auch noch über Rohstoffe per Bahn verfügt, nämlich direkt vom Irak kommend, dann wären die Karten der Weltwirtschaft natürlich neu gemischt worden. Außerdem wäre es natürlich sehr schwer gewesen, mit dieser marinefokussierten US- und britischen Armee, die ja quasi nur auf dem Wasser gelaufen sind, diese Bahnstrecke, die ja im tiefen Landesinneren verläuft, dann zu verhindern, wenn sie denn gebaut worden wäre. Der einzige Schwachpunkt wäre dann in der Türkei die große Brücke Istanbul. Wie heißt die große Brücke von Istanbul nochmal, die über das Wasser geht? Ja, Bosporus, über den Bosporus. Jetzt haben wir es und das hätte man aber gut sichern können. Mit anderen Worten, hier war eine Situation entstanden,
in Europa eine Wirtschaftskraft in Verbindung mit Rohstofflieferungen, die zu erwarten worden wären, direkt aus den Gebieten, nämlich aus dem Irak, die bestimmten anderen Wirtschaftskräften nicht geschmeckt haben können. Also, deine Ansicht ist, deine Einordnung ist, dass der Erste Weltkrieg damit etwas zu tun gehabt haben könnte, nämlich die Möglichkeit der Rohstofflieferungen ins damalige Kaiserreich zu verhindern. Was ist denn aus dieser Bahnstrecke geworden? Naja, also zufällig gab es dann im Juli 1914 war es einen Anschlag auf den Thronnachfolger von Österreich. Das war Franz Ferdinand von Österreich. Und der wurde ermordet und seine Gattin von einem Terroristen, Principister in Serbien. Das war ja im Prinzip der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Zumindest wird es so in den Geschichtsbüchern dargestellt. Also sagen wir es mal so, durch die dann entstandene Gemengelage kam es dann zum Ersten Weltkrieg, bei dem interessanterweise Deutschland im Nachhinein die alleinige Kriegsschuld zugewiesen wurde. Das war für mich also ziemlich schwierig. Die angeblichen Erklärungen zur alleinigen Kriegsschuld, alleinigen, die haben sich mir wirklich nicht erschlossen. Aber eines war damit vom Tisch, die Bahnlinie, die Deutschland die Rohstoffe hätte liefern können. Und damit war für mich natürlich ein Gedanke logisch abgeleitet. Also, das Resultat aus Sicht der USA und Großbritannien war eine Zerschlagung der beteiligten deutsch-österreich-ungarischen und osmanischen Reiche. Und dazwischen wurde ein Gürtel gezogen. Genau wie nach dem Zerfall der Sowjetunion, da kennen wir das ja auch, was ja heute mit der Ukraine und Polen zu erklären ist. Auch dieser Gürtel, das nennt man ja Intermarium-Konzept, weil Polen und Ukraine ja die Verbindung geopolitisch und geografisch von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer ausmacht und damit eine Art Schutzwall zu Russland bilden. Ja, jetzt hast du mir noch nicht beantwortet. Du hast zwar jetzt das historisch erläutert. Was ist aus der Linie Berlin-Bagdad geworden? Ich verstehe das richtig, dass das in dem Sinne gar nicht mehr zustande kam. Ja, also das Problem ist, dass man, wenn man historisch da jetzt gar nicht bewandert ist, vielleicht Schwierigkeiten hat, dem zu folgen. Damals vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, es ist schwierig, du lachst gerade, aber es ist wirklich schwierig, weil die in den Unterricht, in den Schulen, das klingt vielleicht arrogant, aber das meine ich gar nicht so. Leider wird in den Schulen überhaupt nichts gelehrt in diese Richtungen und oder zu wenig. Damals vor dem Ersten Weltkrieg haben England, Frankreich und Russland selbst versucht, die Rohstoffressourcen der Welt unter ihre Kontrolle zu bekommen. Und das hat sich im Prinzip bis heute überhaupt nicht geändert. Genau wie heute bei den Nord Stream Pipelines waren es auch damals Dritte, die es eigentlich nichts angeht, aber ständig gegen ein bilaterales Wirtschaftsprojekt ankämpften, wie heute aktuell zwischen Russland und Deutschland das auch stattfindet. Und auch in den jüngsten Auseinandersetzungen um Syrien zum Beispiel, da ging es eigentlich auch um Pipelines, das wissen alle Experten. Und aus dieser Perspektive sieht die Geschichte dann ganz, ganz anders aus. Und der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines, der war aus meiner Sicht fast vorprogrammiert. Ich habe ehrlich gesagt damit schon lange gerechnet, auch weil die ja unter Wasser so schwer abzusichern sind. Also soweit ist erstmal mein grober erster Überblick, der dazu sensibilisieren kann, mehr nicht, auf die eigentlichen Interessen der Kriegsteilnehmer und die Ursachen zu achten. Ob der Krieg in der Ukraine nicht auch damit zu tun haben könnte insgesamt, dass der eigentliche Kriegsgrund eventuell sogar in der Ostsee liegt, nämlich in Form der Pipelines, ist aus meiner Sicht ein zumindest interessanter Gedankengang, den man nicht völlig als abwegig beschreiben sollte. Ich habe jetzt mal bei Wikipedia nachgeguckt, weil ich jetzt selber versuche herauszufinden, was ist aus Berlin-Bagdad geworden. Und da heißt es hier, es wurde 1903 begonnen, diese Bagdadbahn zu bauen, aber sie wurde erst 1940 fertiggestellt, um Berlin mit der damaligen osmanischen Stadt Bagdad, von der aus die Deutschen einen Hafen am Persischen Golf errichten wollten, mit einer 1600 Kilometer langen Strecke
durch die heutige Türkei, Syrien und den Irak zu verbinden. Ja, du bist ja großartig, was deine historischen Kenntnisse angeht. Nein, das sind keine historischen Kenntnisse, sondern ich wollte einfach wissen, das hatte ich jetzt schon zweimal gefragt und hatte die Antwort nicht direkt bekommen, was aus dieser geplanten Linie geworden war. Also die ist letztendlich vom Tisch, also spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, aber schon mit dem Ersten war durch den Vertrag von Versailles damit letztendlich die Bagdadbahn uninteressant geworden und die eigentliche heutige Bagdadbahn bezieht sich zwischen Bagdad und Indien. Das war übrigens damals das Ziel der Deutschen, nämlich Indien und Europa näher zusammenzubringen. Das war ganz wichtig, das war auch der Traum von dem Bernhard von Bülow, aber das würde jetzt zu weit gehen, weil das sehr komplex ist. Gut, also wir haben ein bisschen Geschichtsunterricht bekommen. Ich danke dir, Andreas. Andreas hat eine besondere Art, die Zusammenhänge zu erkennen, wo oft Licht hinein geleuchtet wird in Themen, die man vielleicht selber gar nicht so drauf hatte. Und es lohnt sich immer, verschiedene Positionen genauer zu beleuchten, um sich ein allgemeines Bild machen zu können. Andreas, ich komme mal wieder zu den aktuellen Nachrichten. Und jetzt melden mehrere Zeitungen, unter anderem der Schweizer Blick, dass die US-Botschaft in Moskau die Amerikaner zum Verlassen Russlands aufgefordert hat, und zwar sofort. Da heißt es wörtlich, die US-Bürger sollten nicht nach Russland reisen und diejenigen, die in Russland wohnen oder dort am Reisen sind, sollten Russland sofort verlassen, solange es noch begrenzte kommerzielle Reisemöglichkeiten gibt, heißt es in der offiziellen Erklärung. Und hier wird auch den Schweizern und wahrscheinlich auch noch einigen anderen Nationalitäten nun von Reisen nach Russland abgeraten. Das ist ja eh erschwert worden durch das Schengen-Abkommen, das ausgesetzt wurde von EU-Seite her. Ist das so etwas, was du in diesen doch größeren Kontext mit einbinden beziehungsweise dies hier so als ein Indiz betrachten würdest? Naja, es kann. Ich möchte nochmal sagen, ganz wichtig ist der Begriff Indiz. Es kann ein Hinweis darauf sein, wenn solche Extremforderungen gestellt werden, alle US-Amerikaner raus aus Russland, aus Moskau, sofort und wirklich mit sofortiger Wirkung, die Schweiz und alle anderen das letztendlich auch sagen, dass sich damit verdichten könnte als Indiz, dass dieses Event, von dem wir gesprochen haben, welches ja in wenigen Wochen auftritt, immer mehr sich verdichtet in Richtung eines tatsächlichen Kriegseintritts zwischen Europa und Russland. Das wäre aus meiner Sicht damit eine Richtung, die ich nicht völlig als abwegig empfinden würde. Und gerade diese extreme Angriffssituation, durch diese Nord Stream 1 und 2 entstanden sind, ist natürlich eine neue Qualität auch des Krieges entstanden, die, glaube ich, viele noch gar nicht so richtig zuordnen, ich sage mal, wollen. Ja, und auch Polen und auch Bulgarien haben ihre Bürger aufgerufen, Russland jetzt schnell zu verlassen. Ich möchte noch einmal zurückschauen, was da jetzt in der Ostsee passiert ist. Und das sind jetzt hier zum Beispiel Meldungen. Diese hier hat die Kreiszeitung veröffentlicht. Die heißt so, und zwar über den großen Flottenverband der US Navy, die Fehmarn Belt passiert hat in den letzten Tagen. Also eine Meldung, die ist erschienen vor 3 Tagen. Und da heißt es eben unter anderem, dass spätestens mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, so ist es hier formuliert, der im Februar begann, sowie der dadurch bedingten sicherheitspolitischen Zeitenwende mit den NATO-Beitrittsgesuchen Finnlands und Schwedens, sei die Ostsee eben zu einem Aufmarschgebiet der Seestreitkräfte sowohl Russlands als auch der NATO geworden. Und das lasse sich eben gut an der steigenden Zahl der Kriegsschiffe festmachen, die in den vergangenen Monaten den Fehmarn Belt passiert haben. Also genau diese Gegend eigentlich, um die es geht. Und hier wird erklärt, das gilt für russische Atom-U-Boote ebenso wie für NATO-Verbände. Und das amphibische Angriffsschiff USS Kearsarge, begleitet von den Landungsschiffen USS Arlington und USS Gunston Hall, seien am
Mittwochvormittag, also wir haben ja heute Mittwoch, also letzter Woche, auf dem Weg Richtung Westen gewesen. Zuvor waren die Schiffe Teil von US-Einheiten, die an NATO-Manövern teilgenommen haben und zahlreiche Häfen in Deutschland, Skandinavien und den baltischen Staaten angelaufen haben. Und das größte Kriegsschiff der US Navy, Flaggschiff des Verbandes, die Kearsarge, die in den letzten 30 Jahren im Einsatz war, habe 40 Hubschrauber und Kampfflugzeuge sowie mehr als 2000 Soldaten an Bord gehabt, die Begleitschiffe etwa 1000. Und es waren 4000 Soldaten, die nach ihrem 6-monatigen Einsatz jetzt wieder in Richtung Heimat-US-Küste fahren. Naja, und das sind natürlich schon unglaubliche Dinge, die sich da entwickeln, wenn wir wissen, dass an der Ostsee natürlich auch ganz oben Sankt Petersburg liegt. Das ist ja der westliche Zipfel von Russland. Und Sankt Petersburg ist ja ein historisches Gebiet, eine historische Stadt. Das ganze Zarentum lief ja von Sankt Petersburg aus, historisch bis zum Umfallen. Kaliningrad, Königsberg liegt auch dort in der Nähe. Das heißt, man baut hier offenbar eine Angriffslinie ganz klar auf Ostseeseite gegen Russland durch die Marine auf. Wenn das keine ernsten, wirklich Hinweise sind auf eine Entwicklung, die uns allen nicht gefällt, dann weiß ich nicht. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen bunten Blumenstrauß geliefert von Betrachtungen von allen Seiten, von Indizien, von Informationen. Wir haben die Mainstream-Presse bemüht, wir haben die freien Medien bemüht und jeder möge sich jetzt überlegen und einfach die Dinge mal weiter beobachten und sich selber eine Meinung bilden. Unterdessen parallel jetzt dazu, denn Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind Geschichte erstmal. Das wird wohl lange, lange Zeit dauern, bis das wieder in Ordnung gebracht wird. Wir werden sehen, ob es weitere Anschläge geben könnte, von welcher Seite auch immer. Wir werden dann auch sehen oder auch gar nicht mehr erfahren, wenn es Angriffe auf die Kommunikationskabel, die im Meer liegen, geben könnte. All das ist ja jetzt erstmal überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Ja, selbst wenn man Nord Stream 1 und 2 wieder in Gang setzen würde, dann würde das bedeuten, das würde Jahre dauern. Und wir haben gerade gesehen in den letzten Wochen, dass immer mehr Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind und haben gefordert, endlich Nord Stream 2 zu öffnen. Und das sind natürlich schon Entwicklungen, die damit komplett hinfällig sind. Diese ganzen Forderungen sind damit hinfällig. Und man hat hier mehr oder weniger mit einer relativ klaren, ich sage mal, mit einem klaren Eingriff chirurgisch hier eine Unterbrechung vonstatten gezogen, die jetzt natürlich auch dazu führen, dass dieses Thema Winter und Vorbereitung wichtiger wird denn je. Denn selbst wenn man jetzt Nord Stream 2 wieder öffnen wollte, ist nicht mehr. Du hast völlig richtig gesagt, es ist Geschichte. Und all diese Probleme, die wir jetzt noch vor wenigen Wochen diskutiert hatten, sind damit auch nicht mehr heilbar. Zumindest nicht mit diesem Gas, welches aus Russland kommen kann. Damit wird die Brisanz vielleicht auch noch mal deutlich. Und in diesem Zuge, gestern nämlich, hat Superminister Robert Habeck verkündet, dass er doch jetzt zwei Atomkraftwerke nach der Jahreswende am Netz lassen möchte. Er sagt aber Stand jetzt. Also Stand jetzt kann bei ihm viel heißen. Stand jetzt kann heißen, es ist so und bleibt so. Es kann aber auch heißen, dass es morgen schon wieder anders ist. Und das betrifft die Meiler Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Die sollen nach seiner Aussage jetzt bis April weiterlaufen, anstatt wie von ihm bislang geplant in die Notreserve gehen. Begründet hat Herr Habeck diesen Schritt mit der Entwicklung am französischen Strommarkt, die schlechter sei als erwartet. Da seien doch, das hat er gestern schon festgestellt, mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke eben in Frankreich nicht am Netz. Es fehlten daher Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleiche. Ich weiß nicht, wann wir das zum ersten Mal gemeldet haben, aber es ist Monate her. Ja, es ist schon lange her. Also es wird einem natürlich wirklich mehr oder weniger ganz komisch und flau im Bauch, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir in dieser momentanen kritischen Situation, vielleicht in der kritischsten, in der sich vielleicht Europa insgesamt je befunden hat, je.
ich ziehe da alles mit rein, dass ausgerechnet dann eine solche Truppe an der Macht ist wie Herr Habeck und Herr Olaf Scholz und Frau Baerbock, die jetzt die Geschicke des Landes leiten sollen. Also da wird einem schon wirklich komisch und man kann nur hoffen, dass diejenigen, die diese Minister stark beeinflussen, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen, dass da dann die Richtigen auch an der Macht sind. Denn ich bezweifle, dass dieses Personal, was wir dort gerade haben, in der Lage ist, diese Zusammenhänge zu erkennen, wie man überhaupt reagieren müsste. Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der mit seiner Cum-Ex- und Hop-Hop-Affäre noch genügend zu tun hat. Eine Frau Baerbock, die wahrscheinlich gerade ihre Kurse macht, ordentlich rhetorisch aufzubauen. Und dann eben halt ein Herr Habeck, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Also wenn ich mir das vorstelle, dass wir das mit der Truppe machen, da wird einem wirklich anders. Ja, aber Herr Habeck ist jetzt dabei, mit den Stadtwerken in Deutschland zu verhandeln. Wir haben neulich darüber gesprochen. Es gibt über 900 und die schreddern wohl irgendwie alle an der Pleite entlang. Und jetzt soll ein Schutzschirm aufgespannt werden. Die Bundesregierung verhandelt über Milliardenhilfen mit den Stadtwerken. Und hier wird zitiert, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, der hat gegenüber der deutschen Presseagentur gesagt, sein Name Ingbert Liebing, wörtlich: Wir sind in Gesprächen mit der Bundesregierung, welche Maßnahmen notwendig sind, um Stadtwerke vor den Risiken zu schützen, die wir sehen und die zum Teil schon akut sind. Und weiter sagt er, wir brauchen Liquiditätshilfen für die Stadtwerke, die für den Gaseinkauf jetzt das Zehnfache dessen bezahlen müssen, als in der Vergangenheit üblich. Und das stelle eben die Stadtwerke, die ja erst einmal einkaufen müssten und dazu noch Sicherheitsleistungen hinterlegen müssten, bevor sie verkaufen und ihre Lieferverpflichtungen erfüllen könnten, vor gewaltige finanzielle Herausforderungen. Er sagt, wir sprechen für diesen finanziellen Posten von einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag und das Wichtigste sei, dass die Bundesregierung diesen Handlungsbedarf erkenne und aktiv wird. Ja, und aktiv wird. Und was bei diesem ganzen Geschwurbel überhaupt nicht diskutiert wird, ist, wo das Geld herkommt. Denn es gibt nur eine Energiequelle, die der Staat hat. Und das sind die Steuergelder der Bürger. Also mit anderen Worten, die Bürger zahlen jetzt letztlich durch ihre Steuern die Gelder, um mit diesen Steuern dann letztendlich den Gaspreis in irgendeiner Form so weit noch finanzierbar zu halten. Und unterm Strich gesehen zahlt er zweimal. Einmal werden jetzt die Gaspreise noch extrem teurer und er muss sie bezahlen, zuzüglich jetzt noch die Unterstützung und Instandhaltungskosten für die Stadtwerke. Mit anderen Worten, das ist ein Umverteilungsprogramm wieder zu Lasten der einzelnen Bürger. Das heißt, wenn die Stadtwerke jetzt geschützt wird, muss es irgendeiner bezahlen. Ja, und dieser Herr Liebing, der hatte schon vor einiger Zeit vor einem Kollaps gewarnt. Und zwar für die gesamte Strom- und Gasversorgung, falls es eben keine Staatshilfen gibt für die angeschlagenen Stadtwerke. Und er sagt, wenn wir zulassen, dass Stadtwerke in Insolvenz gehen und als Strom- und Gasanbieter ausscheiden, dann kann das eine Kettenreaktion auslösen bis hin zum kompletten Zusammenbruch der Energieversorgung. Andreas, das ist wirklich der absolute Worst Case, der dann auch für jeden Bürger spürbar werden würde. Ich habe es neulich schon gesagt, wir sind ja so groß geworden mit einer Einstellung, es gibt Institutionen im Land, die sind immer sicher und auf die kann man sich immer verlassen. Und wenn man es so durchfühlt, gehörten die Stadtwerke irgendwie auch dazu. Ja, aber jetzt ist es eben halt nicht mehr der Fall. Und seit dieser Nord Stream 1 und 2 Situation dieses Anschlages ist es damit auch finalisiert. Das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Denn selbst wenn sich jetzt alle besinnen würden und würden sagen, lass uns doch das Gas von Russland wieder nehmen. Wir haben vielleicht doch die Chance gehabt, um noch irgendwo in den Frieden reinzukommen oder zumindest in eine entspanntere Situation, dann geht es gar nicht mehr, weil gar keine Liefermöglichkeiten mehr da sind. Das ist das Spannende. Ja, und ihr seht in unserem Kanal so viele Meldungen darüber, was alles jetzt unter Druck ist, welche Gewerke, ob es die Glasindustrie ist, ob es die lebensmittelproduzierenden Unternehmen sind, die alle jetzt in das Risiko fallen, irgendwann stundenweise erstmal abgeschaltet zu werden. In Spanien wurde gerade bekannt, dass man
auch die Industrieunternehmen 3 Stunden am Tag vom Netz nehmen könnte, dass also durch Brüssels nachdrückliche Empfehlungen eben Spanien das jetzt beschlossen hat. Die Heidelberger Zement, ich glaube, das ist die weltweit größte, der größte Baustoffkonzern, Andreas. Die Heidelberg Zement warnt jetzt vor Werksschließungen, denn für die Produktion von Zement wird viel Energie benötigt und Heidelberg Zement bereitet sich wegen der hohen Energiekosten auf Kürzungen vor, bis hin eben zu Schließungen. Und man warnt jetzt und sagt, ja, wir werden die Werke schließen müssen. Wenn der Strompreis jetzt nicht dauerhaft runtergeht, dann muss das eine oder andere Werk komplett vom Netz genommen werden. Und der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten von Heidelberg Zement, der sagt, man ist dabei, sich darauf vorzubereiten. Und nach seinen Worten hat der Konzern das Gros des Stroms zwar langfristig eingekauft, einen Rest allerdings müsse sich das Unternehmen immer kurzfristig am Spotmarkt besorgen. Und er fordert, dass die hohen Energiepreise dringend gesenkt werden. Ja, wir sehen hier die Abwicklung eines Wirtschaftsstandortes, den ich vorhin als hocheffizient beschrieben habe in der Geschichte nach der zweiten industriellen Revolution. Und das sind so die typischen Merkmale, dass die großen Traditionsunternehmen, in diesem Fall Heidelberger Zement, die wirklich zu den Garanten und Stützen unserer Wirtschaftsordnung gehören und gehörten, dass die jetzt mehr oder weniger abgewickelt werden. Und das sind viele Lehrstücke der Wirtschaft, die man nicht einfach wieder neu aufbauen kann. Denn wenn solche Unternehmen abwandern oder sogar insolvent gehen, dann werden die gesamten Geräte, die Gerätschaften, die Infrastruktur, auch das Know-how mehr oder weniger auf dem Markt verscherbelt, dass man noch irgendwie die Gläubiger noch befriedigen kann. Und dann war es das. Ich denke da auch gerade an an ein Interview, welches Wolfgang Grupp von Trigema, das ist ja einer der ganz großen Patrioten, die es noch gegeben hat, die gesagt haben, ich werde weiterhin hier mit meinen 1000 Mitarbeitern hochwertige Textilware herstellen, wo eben halt natürlich der Preis teurer ist, aber die Hemden, die ich trage oder die Shirts, die ich trage, die halten eben 10 Jahre und nicht wie diejenigen, die man dann eben nebenbei in einem Billigmarkt kauft, wo sie dann nach einem Jahr dann schon zerfleddert sind. Das ist ja das, was es ausmacht, die alte deutsche Qualität, die man damals hatte. Und er sprach ja ganz offen auch davon, dass er mit seinem Unternehmen existenzgefährdet ist. Existenzgefährdet. Und bei seinem Unternehmen, ich kenne das Unternehmen relativ aus einer Analyse heraus, der befindet sich in einer Eigenkapitalquote von 100%. Der ist also überhaupt nicht fremdfinanziert. Aber auch solche alten Unternehmen, die traditionell hervorragend gesund aufgebaut wurden, die stehen jetzt mehr oder weniger am Rande des Abgrunds. Und so ewig lange hält das auch ein solches Unternehmen wie Trigema nicht mehr lange durch. Spannenderweise hat er in einem Nebensatz gesagt, er glaubt, dass die US-Amerikaner den ganzen Wahnsinn hier mehr oder weniger steuern. Das hat er gesagt in dem Interview, worauf dann natürlich gleich im Fokus, glaube ich, drin stand nach dem Motto irrsinnige Äußerungen von ihm, so nach dem Motto, jetzt wird er wohl doch alt mit seinen 80 Jahren und das ist ein ganz klarer Kopf. Man muss ihn sich nur mal in die Augen sehen, dann weiß man eines, dass das wirklich ein Klardenker ist und alles andere auch als Alternativ- oder Querdenker, sondern der ist systemkonform, er steht hinter dem System und hat mehr oder weniger die Fahne hochgehalten. Und wenn solche Vorzeigeunternehmer par excellence die weiße Flagge anfangen zu hissen, dann merkt man, jetzt wird's eng. Naja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Habeck jetzt von den Aktivitäten von Herrn Grupp, Wolfgang Grupp, nicht so wahnsinnig angetan ist, denn Herr Habeck hat ganz andere Ziele im Sinn und deswegen wird ihm das wahrscheinlich runterlaufen oder wie sagt man, am A-Punkt vorbei? Ja, ich denke mal, damit kann ein Herr Habeck überhaupt nichts anfangen, der in seinem Leben noch nicht wirklich so gearbeitet hat, dass er nicht wusste am Ende des Jahres, was er haben wird. Also das ist ja das Hauptproblem. Herr Grupp und die Trigema ist ein Unternehmen, welches noch niemals Kurzarbeit beantragt hat. Ich will hier keine Werbung machen für das Unternehmen, aber ich finde es wichtig, dass man das einfach mal unterstützt, der tatsächlich im Rahmen seines Patriotismus, wo ich manchmal sogar noch ein bisschen denke, das geht fast mir ein bisschen zu weit jetzt, aber dass er immer dafür gesorgt hat, dass seine Mitarbeiter im Fokus standen. Und das zeichnet übrigens einen guten Unternehmer aus. Er hat sich immer hingestellt, auch während der Corona-Krise, und hat während der
Zeit alle Mitarbeiter weiter beschäftigt. Alles das sind wichtige Dinge. Und wenn solche Unternehmer jetzt anfangen zu schwächeln und in Schwierigkeiten zu kommen und dann da ein Herr Habeck, der so als Eintagsfliege mehr oder weniger einfach nur in ein solches Ministerium reingespült wird, um mehr oder weniger mit einem Bulldozer alles zu vernichten, was da noch irgendwo vor die Flinte kommt, das ist nachvollziehbar. Martialische Sprache, du mein lieber Freund. Panzer, Flinte, niedermachen, wow. Das wird ja noch ein schöner Tag heute werden hier. Ich bin gerade wieder entspannt, entschuldige. Ja. So, und es gibt weiterhin ernüchternde Zahlen, was die Biomarktlage angeht in Deutschland. Der deutsche Biomarkt, ach so, ganz kurz noch die Meldung vorher von Heidelberg Zement kommt von der FAZ, möchte das nur einfach immer alles ordentlich machen, während die nächste Meldung, über die wir jetzt reden, von den deutschen Wirtschaftsnachrichten ist. Und hier wird der Allnatura-Geschäftsführer Götz Rehn in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zitiert. Und der sagt, dass der deutsche Biomarkt derzeit den schlimmsten Einbruch seit 35 Jahren erlebt. Durch Inflation, durch steigende Energiekosten, durch bereits verunsicherte Kunden greifen wieder vermehrt die Menschen zu Waren aus dem Supermarkt. Na klar, auch aus Kostengründen ist doch logisch. Und der Herr Rehn, der hat 1984 das in Darmstadt ansässige Unternehmen der Bio-Lebensmittelbranche gegründet, Allnatura, wir kennen das alle. Und er vertreibt ökologisch produzierte Lebensmittel in rund 140 Allnatura-Supermärkten in ganz Deutschland. Er kritisiert, dass die industriell produzierten Lebensmittel von den großen Discountern wie Rewe, Aldi und Lidl mit Milliarden von Euro aus Steuergeldern subventioniert würden. Wir haben vorgestern besprochen, was diese großen Discounter wie Lidl, Schwarzgruppe eben jetzt auch machen, nämlich dass sie Imperien aufbauen, um tatsächlich unabhängig zu sein von allen möglichen Gewerken und es selber machen können, was sie machen wollen. Und dabei geht offenbar die Biobranche den Bach runter. Ja, im Prinzip alle kleinen Unternehmen gehen dabei den Bach runter, weil durch diesen Aufkauf der großen Konzerne, meine Prognose ist, sie werden sich in Kürze sogar dann wieder zu einem fusionieren und dann komplett zentralistisch aus einem Punkt dann agieren und die gesamte Ernährung in einem Staatsbereich dann regeln. Und da werden natürlich die Allnatura und so weiter Bioprodukte drunter leiden. Ich möchte noch mal kurz zu dem Thema Inflation kommen, warum es eben halt nicht finanzierbar ist, das Ganze für die Leute. Man spricht ja davon, dass wir in der Türkei Inflationsraten haben von 75 oder 80%. Ich sage, das haben wir in Deutschland auch. Gehen wir mal zurück ins Jahr 2020, bevor man mit den Corona-politischen Maßnahmen die Wirtschaft angefangen hat, mehr oder weniger systemisch abzuwürgen und diesen Zerstörungsprozess aus meiner Sicht in Gang zu setzen. Und wenn wir uns dann heute mal ansehen und vergleichen unseren eigenen Warenkorb, nicht der vom Statistischen Bundesamt, wo irgendwelche Produkte drin gesetzt sind, die man überhaupt nicht oft braucht, die auch gar nicht wichtig sind, zum Beispiel Socken oder eine Hose oder Socken oder Schuhe, die kann man auch länger tragen, die muss man nicht permanent neu kaufen. Früher konnte man auch, das kann man heute eben dann auch wieder, einen Schuh neu besohlen. Irgendwann wird es dazu kommen, was ich von meiner Großmutter kannte, dass man einen Socken auch gestopft hat, wenn er mal irgendwo durchgelaufen war. Das wird alles wiederkommen. Ältere erinnern sich auch noch an dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir heute mal reingehen in einen Supermarkt und kaufen für meinetwegen 100 Euro, die Dinge ein, die wir vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren für 100 Euro gekauft haben. Und wir gucken uns an bei den gleichen Produkten, wie voll war der Wagen damals und wie voll ist der Wagen heute? Ich würde mal sagen, dass die Waren weniger als 50% ausmachen. Und wenn wir jetzt noch mal tatsächlich vergleichen, den Einsatz von Benzin, also von allen möglichen Rohstoffen, die wir brauchen zum Heizen, zum Fahren, zur Bewegung und so weiter und so fort. Und machen mal unsere eigene Inflationsberechnung. Das sollte mal jeder für sich tun, eine eigene zu machen und nicht darauf achten, was in den Medien steht. Wir haben 9% und haben irgendwann 10% Inflationsrate. Dann werden wir feststellen, dass wahrscheinlich unsere Lebenshaltungskosten sich um mehrere
100% erhöht haben. Und wenn man das Ganze mal sauber durchrechnet für sich selbst, und das ist entscheidend, nämlich mein persönlicher Haushalt ist wichtig, da werden wir feststellen, dass wir Inflationsraten haben, die von der Türkei überhaupt nicht entfernt sind. Und ich behaupte, wir haben Inflationsraten von über 100% pro Jahr in meinen Augen. Abgesehen von den statistischen Zahlen, die man uns vorgaukelt, weil man irgendwelche Warenkörbe zusammenstellt, die unrealistisch sind. Ja, jetzt sind wir aber beim Statistischen Bundesamt. Die Welt hat veröffentlicht, dass laut dem Statistischen Bundesamt die öffentliche Verschuldung in den ersten 6 Monaten des Jahres 2022 um 1,1% oder 25 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende 2021 angestiegen ist, also im letzten Halbjahr, und damit einen neuen Höchststand erreicht hat. Wiesbaden teilt mit, dass der öffentliche Gesamthaushalt zum Ende des ersten Halbjahres 2022, man kann diese Zahlen gar nicht mehr aussprechen, mit 2.344 Milliarden Euro beim nicht öffentlichen Bereich verschuldet war, also bei Banken und Unternehmen. Und der öffentliche Gesamthaushalt, heißt es hier, umfasst eben Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und die Sozialversicherung. Genau, und entscheidend ist, sie sind also bei Banken und Unternehmen eben halt verschuldet. Der Staat nämlich, und man spricht von diesen öffentlichen Haushaltsschulden. Und diese Dimensionen ist genauso wieder mit dem Statistischen Bundesamt zu analysieren. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe und ich habe in diesem Unternehmen einmal meine Schuldenquote, ich habe meine Guthaben, das wird in Aktiva und Passiva geregelt, da gibt es noch einen weiteren wichtigen Part, und das ist zum Beispiel eine eventuelle betriebliche Altersversorgung. Wenn ich meinen Mitarbeitern eine betriebliche Altersversorgung zusage, dann wird auf der Passivseite einer Bilanz diese Summe, die daraus entsteht, bewertet in Form einer Schuld, die sich aufbaut. Was heißt das? Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise mit 65 Jahren jeden Monat von mir 500 Euro als Unternehmer bekommt bis zum Lebensende, dann sind das 6.000 im Jahr, dann sind das in 10 Jahren 60.000 und in 20 Jahren 120.000. Wenn der 85 Jahre alt wird, muss das Unternehmen also irgendwann diese 120.000 Euro noch bezahlen. Statistisch gesehen. Die müssen in der Bilanz berücksichtigt werden bei einem Unternehmen, welches privatrechtlich aufgestellt ist, und sind damit eine Schuld. Deshalb sind so viele Unternehmen von der Überschuldung betroffen, obwohl die Aufträge da sind, die Konten noch voll sind, weil nämlich die zu erwartenden Forderungen für die Zukunft nicht mehr befriedigt werden können. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Bund macht so etwas nicht. Er spricht hier nur von den expliziten Schulden von 2,3 Billionen, aber nicht von den impliziten Schulden, die man, wenn man das wie in einer normalen Bilanz aufführen würde, auch dazukommen machen müsste, nämlich die betriebliche Altersversorgung. Das wären in diesem Fall die Beamtenpensionen. Die Beamtenpensionen, die politischen Pensionen, die gesamten Renten, die gezahlt werden für den öffentlichen Dienst, müssten in irgendeiner Form in einer Art Bilanz berücksichtigt werden. Würde man das so machen, analog eines privatrechtlichen Unternehmens, dann wären die Schulden nicht 2,3 Billionen, sondern ich schätze mal knapp 10 Billionen. Und diese Differenz, diese Rundungsdifferenz von 2,3 zu 10 Billionen, die ist mir einfach zu groß. Und das kommt aus meiner Sicht nur zustande durch eine unseriöse Zusammenstellung von Zahlen vom Statistischen Bundesamt, indem man irgendwelche Rahmenbedingungen zurechtbastelt, indem man die wichtigsten Faktoren nicht mit reinnimmt. Wir kennen das von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es dann plötzlich heißt, der Bayerische Rundfunk, dem fehlen da mal eben 650 Millionen Euro an Altersversorgung, die nämlich jetzt fällig werden. Und das ist genau der Punkt. Und das müssten wir jetzt für den Bund, für den Staat und für die Gemeinden und für die Länder genauso haushalten, aber es wird nicht gemacht. Und plötzlich sind dann alle ganz verwundert, dass es irgendwie nicht aufgeht. Es wird immer enger, immer schwieriger, denn auch die Sozialkassen, das meldet NTV, die sind wohl, oder die Beiträge für die Sozialkassen, bald unbezahlbar. Und zwar, weil die Kosten für die Altenpflege steigen, der Anteil pflegebedürftiger Menschen wächst, das sind jetzt die Babyboomer, die so langsam auch in die Pflege übergehen, je nachdem, wie gesund sie gelebt haben. Und die Sozialversicherung gerät damit an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit. Das
sagt der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, also bei Herrn Habeck angesiedelt. Und dazu gibt es ein neues Gutachten zur Titel nachhaltigen Finanzierung von Pflegeleistungen. Und der Beitragssatz zur Pflegeversicherung müsste diesem Gutachten zufolge bis zum Jahr 2040 allein durch die steigende Zahl an Leistungsbeziehern in der Generation der Babyboomer von derzeit 3,05% auf rund 5% des Bruttolohns steigen. Und die Pläne der Ampelkoalition, die finanzielle Last für Pflegebedürftige über höhere Sozialkassenleistungen zu dämpfen, seien darin noch gar nicht berücksichtigt. Ja, und das bedeutet auf Deutsch, dass spätestens im Jahre 2040, das baut sich natürlich schon vorher auf, nämlich auch im nächsten Jahr schon und im übernächsten Jahr, und dann geht das immer so weiter, exponentiell steigend, dass der normale Arbeitnehmer von seinem Bruttoeinkommen, ich rede nicht vom Netto, ich rede vom Bruttoeinkommen vor Steuer, dass davon über 50% allein an die Sozialversicherung durch die Umlage vonstatten gehen soll. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Arbeitslosenquote noch massiv steigt, weil aufgrund der Tatsache der destruktiven Wirtschaftspolitik noch mehr Unternehmen in den Konkurs getrieben werden, stellen wir uns mal vor, Heidelberger Zement geht Konkurs oder geht woanders hin. Was bedeutet das dann? Dann werden diese Beiträge noch mehr steigen, weil die Produktivität nicht zugrunde gelegt wird für die Altersversorgung der Wirtschaft insgesamt, sodass eine Maschine, die ja auch Arbeiten übernimmt, auch Sozialversicherung zahlen müsste, wäre eigentlich eine logische Konsequenz. Aber das findet eben halt überhaupt nicht statt, sondern die immer weniger übrig bleibenden Arbeitnehmer, die das Ganze noch in irgendeiner Form wuppen sollen, und auch die wenigen Unternehmer, die noch überbleiben. Und das Ganze kann natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr funktionieren. Andreas, dieser Beirat bei Herrn Habeck im Ministerium, es heißt hier ein traditionsreiches Beratungsgremium, 41 Ökonomen gehören dazu und auch Juristen, die raten laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in diesem Gutachten klar von einem Ausbau beitragsfinanzierter Pflegeleistungen ab und empfehlen stattdessen eine Pflicht zum Abschluss ergänzender Privatversicherungen gegen das Pflegerisiko einzuführen. Was hältst du denn von dem Vorschlag? Ja, das ist linke Tasche, rechte Tasche. Unterm Strich gesehen ist es so, dass ein Umlageverfahren immer ideal funktioniert, weil die Leute, die heute arbeiten, müssen zum Beispiel diejenigen finanzieren, die jetzt in Rente sind. Um es mal auf den Punkt zu bringen, jeder Mensch braucht ja ein Einkommen, um zu leben, weil unser System auf Geldeinnahmen ausgebaut ist. Um mir Brot zu kaufen, die Miete zu bezahlen, mir meine Bude warm zu halten, irgendwo hinzufahren, brauche ich Geld. Jeder braucht das. Selbst kleine Kinder und auch ganz alte Menschen, die sich nicht mehr selber versorgen können, brauchen Geld. Dieses Geld finanziert immer die aktuelle Wirtschaft, die gerade im Gang ist. Das sind also die Leute zwischen 20 und 65, die das Geld verdienen, und die Unternehmen, die jetzt letztendlich nicht nur für sich das Geld verdienen, nämlich die Leistungsträger selbst, sondern auch für die Kinder. Logischerweise auch ein Kind, welches bei einer Familie wohnt, hat ja ein Einkommen, nämlich zum Beispiel durch den Vater und durch die Mutter, die mittlerweile dann ja schon beide arbeiten müssen, um überhaupt noch die Familie zu finanzieren und gleichzeitig auch in die Rentenversorgung zu zahlen. So, wenn ich jetzt aus einem solchen Umlageverfahren in ein Kapitaldeckungsverfahren gehe, dann bedeutet das, das Geld wird jetzt nicht mehr direkt an die Älteren und an die Jüngeren finanziert, sondern es wird für mich quasi angespart und ich kann dann irgendwann davon leben. Aber Geld sind auch nur Anrechtsscheine, später mal, die ich nutzen kann, um mir dafür Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Wenn dann aber die Wirtschaft nicht mehr funktioniert, dann nutzt auch das Geld nichts mehr, weil das Geld dann keinen Wert mehr hat. Das sehen wir jetzt in dieser Inflationsgeschichte, die wir gerade haben. Und hier an der Stelle merken wir, wir können mit diesen alten Ideologien, wie sie hier diese führenden Ökonomen und Juristen hier zum Besten geben, genauso wenig etwas anfangen in dieser Weltphase, in der wir uns gerade befinden, in Verbindung auch mit dieser systemischen Geldumverteilung, wie diese, das ist genauso ideologisch zu sehen wie das, was auch der Habeck macht. Also unterm Strich gesehen müssen wir eine komplette neue Systembesprechung führen. Ja, und die können wir natürlich heute nicht mehr vornehmen, und wir werden das an dieser Stelle auch überhaupt nicht veranlassen können, sondern ich gehe da mal wieder ins Alte Testament, wo es bei Jesaja heißt, sinngemäß,
beschließet einen Plan und es wird nichts draus, fasst Absichten und sie kommen nicht zustande. Denn hier ist das jüngste Gericht, ist die Zeit, die diese Erde in einen Wandel bringt. Ihr Lieben, versucht in der Ruhe zu bleiben, im Vertrauen, geht raus, atmet tief durch und seid fröhlich trotz all dem. Das ist entscheidend. Es ist ein Wandel, kein Untergang. Und in diesem Wandel liegen viele Chancen für jeden Einzelnen. Dazu in diesem heutigen Abendgebet auch wieder mehr. Bis später. Alles Liebe.